Unser Flynn Rail, das kommt gerade bei Seglern sehr gut an. Die Amel, die neue, gleich beim ersten Mal angelegt, ohne anzudengeln. Die lassen sich zusammenschieben. Ich habe diesen Belag auch schon seit 3 Jahren bei mir auf dem Boot und kann auch wirklich aus Erfahrung sprechen. Die Oyster wollte ich mir unbedingt sehr gerne angucken. Wir haben ja eine Umfrage gemacht, ob ihr lieber Langfahrersachen oder Boote sehen wollt. Es war ziemlich eindeutig, dass es ihr lieber irgendwelche Sachen Langfahrer-Schnickschnack haben wollt. Und wir sind jetzt hier losgezogen, um ein paar Innovationen zu finden. Alles, was wir euch jetzt vorstellen, das ist selbst ausgesucht. Wir finden diese Produkte toll. Wir werden nicht gesponsert. Wir bekommen keine Geschenke dafür, keine Einladungen. Das ist einfach nur, weil wir die Sachen toll finden. Und es gibt gar nicht so viele Innovationen. Viele Firmen haben sich einfach nur auf Produktpflege und so weiter gemacht. Ein paar Innovationen haben wir, die haben wir dabei. Und viel Spaß damit. Wohin bist du auf dem Weg? Weiß ich gar nicht. Ich laufe ein bisschen rum. Wo gehen wir hin? 11. Ihr wisst, wir haben zu wenig Solar und wir sind hier bei Flynn, bei Malte und Lasse, auf ein ganz tolles Produkt gestoßen. Ja, ich bin Lasse von der Firma Flynn Solar, mein Partner Malte. Wir haben uns vor 2 Jahren selbstständig gemacht und suchen eigentlich immer nach Lösungen an Bord. Wo kann man Solar platzieren? Und ja, da haben wir verschiedene Systeme entwickelt. Was wir eigentlich am meisten verkaufen, ist unser Flynn Rail. Das kommt gerade bei Seglern sehr gut an. Das ist ein Solarmodul, speziell entwickelt für den Einsatz in der Seereling. Mhm. Wir können dieses Panel in einem beliebigen Winkel zur Sonne ausrichten. Mhm. Das macht das System extrem effizient. Es ist mit einem Gewicht von 2,5 Kilogramm sehr leicht. Okay. Und dieses Panel liefert 100 Watt Peak. Mhm. Und was eben auch toll ist, ist ein bifaziales Solarmodul. Das heißt, wir können durch die Reflexion vom Deck und vom Wasser noch ein bisschen Restlicht auf die Rückseite bringen und da noch ein paar Prozent raus. Es funktioniert über diese Klemmen hier in den Ecken. Wenn ich hier drücke, kann ich das hochziehen. Und wenn ich jetzt hier auf die Klemmen drücke, dann spannt sich das automatisch wieder auf und ist dann in dem Winkel eben fixiert. Wenn ich jetzt zum Beispiel in die Tropen segel, möchte ich es waagerecht hängen haben. Wenn abends die Sonne untergeht, dann möchte ich es entsprechend angewinkelt hängen haben, sodass ich immer das Maximale aus dem Panel dann auch rausholen kann. Wenn ich jetzt beim Segeln Angst habe, dass mir hier Schoten hängen bleiben, dann kann ich das beim Segeln auch eine Etage tiefer hängen. Dann hänge ich das einfach in den unteren Relingsdraht ein. Und dann schließt es hier mit dem oberen Relingsdraht ab und hier können auch keine Schoten mehr hängen bleiben. Und ihr seid Segler, also ihr habt euer eigenes Problem sozusagen. Unser eigenes Problem gelöst und sind irgendwie ja weiterhin auch immer auf der Suche nach Lösungen für unsere Probleme. Zum Beispiel, mein Boot hat keine Seereling, da finden dann wieder andere Lösungsansätze bei uns irgendwie in der Werkstatt statt. Was ist das bei dir da? Bei mir ist zum Beispiel der Flynn Pole, den man hinten halt da einfach aufstellen kann. Ich habe auch nicht so den großen Energiebedarf und der deckt schon meine Kühlbox eigentlich ganz gut ab. Okay. Oder halt unsere mobileren Sachen, die in Taschen verstaut sind, Flynn Kite oder Flynn Sail, die man anstelle des Großsegels einfach hochziehen kann vor Anker. Mhm. Flynn Sail, das sind diese mehreren Module, die du praktisch in der Mastnut hochziehen kannst und gleichzeitig verstellen kannst. Genau. In Flynn Kite kann man über ein beliebiges Fall setzen. Der wird dann unten in der Reling fixiert und dann richtig stramm aufgespannt, dass er dann im Wind auch nicht flattert. Und den können wir dann um 2 Achsen auch im beliebigen Winkel ausrichten, was das System dann sehr effizient macht. Also wir können bis zu 6 Solarmodule untereinander hängen. Die sind auch bifazial, ne? Genau, die Panels im Kite sind auch bifazial. Dadurch können wir auch ein bisschen Reflexion vom Wasser noch an die Unterseite vom Panel bringen und dadurch den Ertrag noch mal etwas steigern. Das obere ist im Rahmen, die unteren haben keinen Rahmen, ist das richtig? Genau, das obere und das untere Panel sind verrahmt, um das Gesamtsystem zu stabilisieren. Ja. Und die mittleren Panels sind eben frei, damit das ganze System dann auch insgesamt nicht zu schwer wird. Okay, also ich finde das wirklich tolle Produkte und ich finde das auch großartig, dass ihr junge Segler seid und praktisch unsere Probleme, aber auch eure Themen, die ihr habt, technisch gelöst habt. Finde ich großartig. Ja, danke. Schön.
für dich. Danke. Bitte. Unser Fokus lag ja nicht auf Booten, auch wenn das hier die Boot ist, sondern auf Schnickschnack für die Langfahrt. Trotzdem haben wir es uns nicht nehmen lassen, uns zwei Boote anzuschauen. Das eine ist die Amel, die neue. 50 ist sie, glaube ich, weil ja, wir finden die Maramu eigentlich perfekt. Und klar, da muss man sich die mal anschauen. Wir stehen das erste Mal auf einer Amel überhaupt. Was hier auffällt, ist halt, dass das Teak ist kein Teak, sondern ist ein ja, in das GFK eingefräste Oberfläche. Jedenfalls war es das früher so. Wobei ich sehe, hier an den Rändern sind Fugen. Hier sind Fugen und hier ist auch eine Fuge. Und meinst du, das sind Solarpaneele auf dem Dach? Das sieht nach Solarpaneelen ja, aus. Ne? Ja, ne? Bad en Suite und auch vom Salon aus zu genießen. Wir haben uns ja schon ein paar auch neue Boote angeguckt. Ich finde das hier von der Wertigkeit wirklich eines der hochwertigsten. Ich finde aber tatsächlich den Schlauchbau ein bisschen wenig. Also die Stapelbetten, Koje, keine Ahnung, wie es ja damit dafür ist. Da gibt es keinen Schrank. Das finde ich tatsächlich schwierig. Ich hatte so ein bisschen in Erinnerung Super Maramu. Das hier ist aber ein anderes Konzept. Sehr modern, aber aus meiner Sicht zwar sicher und mit dem Deckshaus und so weiter und natürlich mit elektrischen Winschen und so. Also zum einfachen Segeln gemacht, auch zum komfortablen Segeln gemacht natürlich. Was geblieben ist, sind die wasserdichten Compartments, also die beiden Vorkajüten haben beide wasserdichte Shots. Der Maschinenraum ist wieder ein wasserdichtes Compartment. Die Achterkabine ist wasserdichtes Compartment und dahinter die Bugskiste ist auch nochmal ein wasserdichtes Compartment. Also wenn ich jetzt ein Langfahrtboot kaufen würde, wirklich um darauf zu leben, so komplett wie wir das machen, würde ich mir die Amel nicht mehr kaufen. Weil einfach, also sie ist schon für lange Zeit ausgelegt, aber nicht für One for all. Du hast Platz, es ist ein großes Platzgefühl, natürlich ist eine zeitgemäße Einrichtung. Es ist halt modern, klare Linien, hell. Das finde ich schon sehr schön soweit, aber ja, es fehlen wirklich Staumöglichkeiten. Das ist ja so unser großes Thema und für 50 Fuß finde ich es tatsächlich wenig. Also die Features, die Zusatzfeatures, die Sicherheitsfeatures finde ich super. Also wir haben eben gerade noch kurz mit einem Verkäufer gesprochen. Der hat gesagt, also das Boot sinkt nicht, brennt. Das ist ein größerer
Punkt bei Booten, sinken tut dieses Boot eigentlich nicht. Also da muss man sich schon ganz blöde anstellen. Es ist natürlich neu, modern, schick, super ausgestattet. Was mich fasziniert, ist, dass der Motorraum wirklich riesig ist. Und hier an dem gezeigten Schiff ist ein riesiger Wassermacher, ein riesiger Stromgenerator. Alles, was man braucht, alle Aggregate sind da drin. Klimaanlage und so weiter ist alles drin. Schicke Navi-Ecke, tolle Instrumentation im Pilothaus natürlich. Da kann man nicht meckern. Was ich auch toll finde, das sind hier zum Beispiel die Borddurchlässe auch. Es gibt einen zentralen Borddurchlass, wo alles Wasser nach draußen geführt wird. Das ist so eine Art Brunnen im Innenraum, der oberhalb der Wasserlinie ist. In diesen Stutzen gehen alles, was an Wasser außer Bord gehen soll, hinein und wird von dort aus weggepumpt. Das finde ich ganz faszinierend. Ich finde es schön, wenn man sich das leisten kann, finde ich ein tolles Boot. So als ja, Zweitwohnsitz, all in one, um drauf zu leben, für alles drum und dran, finde ich, ist es nicht das Richtige. Also es ist, ich glaube, Kaufklientel und Ausstattung passt schon zusammen, das sind aber nicht wir, das ist also nicht die Langfahrt. Ja. Gehen wir hin. Wollen wir nochmal durch 14, 13 durchlaufen? Ja, macht Sinn. Ach ja, beim ADAC gibt es einen VR-Simulator Hafenmanöver. Realitätsnah und schadenfrei üben. Jetzt schon ganz nervös. Das ist ja noch viel Platz, was zu fliegen. Ja, aber sag mal, wenn du den schaust, siehst du das gelbe Schiff rechts und hinten? Ja. Genau, da wollen wir hin. Da wollen wir längs schon sein. Steuerrad ist vor dir, Gashebel, ja, wenn ich einmal hinführe. Gashebel ist hier. Okay. Ich kann im Kreis fahren. Du kannst auch gerne erstmal im Kreis fahren. Mit vorwärts ist vor, genau. Rückwärts weiter fahren. Rückwärts kann er auch, es dauert ein bisschen, bis er reagiert. Ja, Ich glaube ja noch nicht. Genau, stoppen auf. Also komplett Navigation, Landschaft, Leerecht. Oh, jetzt nehmen wir. Ja, geil. Ziemlich cool. Das ist ja ein VR-Simulator, man hat mit der Brille ein bisschen Schwierigkeiten, aber die Entfernungen sind echt schwer einzuschätzen, ob du jetzt dran bist oder nicht. Also, aber hat Spaß gemacht. Und gleich beim ersten Mal angelegt, ohne anzudenken. Für uns ist Platz an Bord immer ein Thema, weil auf Langfahrt und wir leben ja an Bord. Und wir haben Fender gefunden, die lassen sich zusammenschieben. Das ist der sogenannte Pop-Fender. Und ich finde das ein tolles Produkt, weil er ist ja halt klein zu stauen. Aber er hat verschiedene Alleinstellungsmerkmale, die ich auch toll finde. Also der macht keine Schlieren, er quietscht nicht und er lässt sich auch leicht reinigen. Und man kann ihn sogar auseinandernehmen und in der Spülmaschine reinigen, was ich eine tolle Sache finde. Den gibt es in verschiedenen Farben und er ist aber ein kleines bisschen schwerer als die herkömmlichen Fender. Das Material ist umweltfreundlicher, weil es kein PVC ist und es wird komplett in Deutschland bzw. Österreich entwickelt und gefertigt. Tolles Ding. In der Spülmaschine, genau, in der Geschirrspülmaschine. Das ist relativ einfach. Man nimmt den einmal zu Saisonende. Die Standardfarben sind, wie man hier sieht, eher schwarz oder eher weiß oder auch gestreift. Wer das aber konfektionieren will auf seine Bootsfarbe, das ist auch möglich, dann ist praktisch immer dieser Ring hier kann in annähernd der Bootsfarbe dann auch genommen werden. Blau, grün, rot und so weiter. Die Ladung, ja.
und bauten danach wieder zusammen. Dann ist der normale Fender kostet ca. 100 Euro, ein bisschen drunter 96 Euro inklusive Umsatzsteuer. Hier mit Hubertus Lager von Holwig Marine und der hat ganz tolles Produkt für uns. Ja, wir haben eine Alternative zu Teak und PVC entwickelt mit Sika zusammen. Sika ist ja eine weltbekannte Marke. Sika Flormarine, das wird normalerweise im Kreuzfahrtschiff gebraucht. Wir haben es jetzt so weit perfektioniert und veredelt, dass wir das auch auf dem Yachtbereich nutzen können, indem wir das auf einen GFK gießen und so passt es sich noch an und lässt sich einfach verlegen. Es ist haltbar. Polyurethan ist immer reparabel. Wir können also zum Beispiel, wenn einmal der Spielbaum draufknallt, sagen, Mensch, wir schleifen es aus, gießen es wieder voll, einmal mit dem Schleifpapier wieder schleifen und dann ist es weg. Kann der Eigner selber machen? Kann der Eigner selber. Erzähl mal ganz kurz, wie wird das produziert? Es wird eine Schablone gemacht? Genau. In den meisten Fällen ist es so, dass der Kunde uns eine Schablone aus Papier oder vielleicht aus einer guten Folie, dann werde ich das vermessen, digitalisiere das und schicke dem Kunden dann einen Vorschlag, wie er zum Beispiel den Fugenverlauf von seinem Boot haben will, ob er Butten haben möchte, ob er ein Leibholz um die Winschen haben will. Also es ist alles möglich, sogar Logos sind möglich, ist kein Problem, weil wir aus einer kompletten Platte fräsen. Das heißt, euer Deck wird aus einer Platte ausgefräst und auch der Fugenverlauf wird ausgefräst. Okay. Also damit ist alles möglich. Das ist Polyurethan, die Fugen werden eingefräst. Genau, wird auch mit einem Polyurethan und Schwarz vergossen. Es hat aber keinen Abrieb. Das heißt, es ist nicht so wie beim Teak-Deck, dass man nach 5 Jahren irgendwie die schwarze Fuge nacharbeiten muss, sondern es bleibt so, wie es ist. Also was ich toll daran finde, durch den Schliff bekommt es diese Faseroptik und sieht tatsächlich dann aus wie Holz und hat auch guten Grip. Wo entwickelt ihr, wo fertigt ihr? Wir fertigen in Papenburg. Wir kommen auch als Zulieferer aus dem Kreuzfahrtbereich und haben halt uns da viel abgeschaut, was können wir für die Yacht oder für den Yachtbereich nutzen, weil wir sind viele Segler bei uns in der Firma und dementsprechend haben wir da auch unser Herzblut sitzen. Und deswegen kam auch dieses Produkt mit zustande. Ihr wisst, was ihr tut und ihr wisst, warum ihr es tut. Ja, ich habe diesen Belag auch schon seit 3 Jahren bei mir auf dem Boot und kann auch wirklich aus Erfahrung sprechen. Also das ist klasse. Unser Hund läuft drauf rum, die Kinder kleckern drauf. Ich kann ihn ganz toll wieder reinigen. Seit 3 Jahren sieht er immer noch so aus wie am ersten Tag, wo ich es verlegt habe. Wie habt ihr das denn entwickelt? Woher wisst ihr denn, dass das dauerhaft hält und auch alle Witterungsbedingungen aushält? Also das Material selber liegt schon seit 30 Jahren auf Kreuzfahrtschiff. Also das Polyurethan wird wirklich schon ganz lange auch von Mitbewerbern auf Kreuzfahrtschiffen benutzt. Wir sind dann hingegangen und haben gesagt, wir müssten das irgendwie so schaffen, dass es auch im Yachtbereich funktioniert. Deswegen auch das GFK und dann gießen wir es da oben drauf. Dann mussten wir testen, hält diese Verbindung, hält es auch später, wenn man es verklebt. Und dann hat Sika das Ganze in einen Klimaschrank gepackt. Unser Partner für dieses ganze Deck hat das in einen Klimaschrank gepackt für ein paar Tage und ein paar Wochen und hat dann Kälte, Hitze, Regen, Frost. Alles denn wird dann damit getestet und die Haltbarkeit und die Abriss war genau wie vorher, bevor es in den Klimaschrank gekommen ist. Und da wussten wir, jetzt haben wir es. Ihr habt aber auch einen Messtest gemacht. Wir machen immer regelmäßig, das ist aber auch, da wir ja auch eine Garantie geben wollen, einen Abrisstest gemacht. Ach, vom Deck meinst du? Vom Deck selber. Okay, ja. Und wenn das alles stimmt, also bevor ihr ein Deck geliefert bekommt, wird auch getestet, ist die Qualität so, wie ihr die habt. Okay, gut. Die Preise sind natürlich auch interessant. Die sind ein bisschen abhängig davon, wie aufwendig das Deck ist, ob es ein gerader Stab ist, ob es Laufdeck ist mit einem gebogenen Stab. Was kostet das Hubertus? Die Decks mit dem geraden Stab liegen bei 510 Euro inklusive Mehrwertsteuer. Die Decks, die dem Decksverlauf folgen, die sind bei 560. Und wenn man das Deck haben möchte, auch folgend mit Handschliff, wo dann
der Umläufer nochmal mit Hand geschliffen wird, dann sind wir bei 690 Euro inklusive Mehrwertsteuer. Also ich finde es ein super interessantes Produkt, auch unter Nachhaltigkeitsaspekten. Und vielen Dank, Hubertus, dass du dir die Zeit genommen hast. Gerne. Na, was sagst du, welches? Das Ding hier? Oder das? Oder da. Das? Und ich habe die Wallis schon dreimal gesehen. Das sind ja diese stabilen Boote, die eben nicht aufblasbar sind. Das ist das kleinste Modell, das wiegt 42 Kilo. Das ist echt schwer. Unser Fokus lag ja nicht auf Booten, auch wenn das hier die Boot ist, sondern auf Schnickschnack für die Langfahrt. Trotzdem haben wir es uns nicht nehmen lassen, uns zwei Boote anzuschauen. Als zweites hat vor allem mir ins Auge gestochen die Oyster. Die Oyster wollte ich mir unbedingt sehr gerne angucken. On. So it goes to nightmares, you can see how much the effect it has. Oh, it's lovely. Very nice. And then you've got obviously exterior lighting, which you'll be mainly doing from the plotter up on deck, navigation lighting. The other thing we are starting to work on is Guardian Angel, which is a system, which is an assistance system, so we can monitor the systems on the boat, also pass them onto an app, so the owner can monitor the systems on the boat. Würde ich jetzt auch nehmen. Und? Dachte ich, echt groß, ne? Wenn du aber oben drauf stehst und nach vorne guckst, auch ja, weniger groß als befürchtet. Hier unten drin ist echt viel Platz, aber es kommt einem nicht zu geräumig vor. Also wie damals die Rassi, ungefähr gleiche Größe, die wir uns angeguckt haben, 62. Die fand ich zu groß. Ja. Da hatte ich innen drin kein wohnliches Gefühl mehr, weil... Kannst dir verloren vor. Ja, ich kam mir verloren vor. Und das hast du hier nicht. Also das hast du hier gar nicht. Und ich glaube, dass die auch wirklich schnell segeln. Ich glaube, dass das ein wirklich guter Segel ist. Eins der Sachen, die wirklich ganz toll sind, ist, dass du im Salon, also im Decksalon praktisch die zwei Fenster nach vorne öffnen kannst, sodass hier, also wenn du vor Anker legst, eine Brise durchgeht. Oder zum Beispiel, der hat oben, am Deck ist alles niveaugleich. Also auch diese Fenster sind niveaugleich. Und es gibt eine Öffnung, so eine große Öffnung für Doraden. Kannst du aufdrehen wie so ein Tankdeckel und kannst du die Dorade einstecken und dieses Gestell drüber, dieses Sicherungsgestell in so langen Löchern eingefahren. Großartig. Das heißt, für Langfahrt, wenn du schweres Wetter hast, kannst du sie abnehmen, schließen. Es ist alles dicht
Und hier im Innenraum, ich sehe, dass das halt echt hochwertig verarbeitet ist. Also hier diese Fugen, die sind alle gleichmäßig, da gibt es keine Überstände. Die Türen, die schließen alle ordentlich. Die Fugen um die Türen herum, die sind echt toll gemacht. Und wenn man in die Schränke reinguckt, da ist halt auch keine Ecke, die auf einmal komisch aussieht, sondern das ist alles echt bis zum Ende. Also trotzdem ist eigentlich ein modernes Boot ist auf das Klientel zugeschnitten, was wir hier nicht sind. Dann sieht man halt überall diese Handläufe auch. Also es ist schon für Offshore gedacht, das Boot, das sieht man dann deutlich. Es ist großzügig, man ist nicht verloren und es ist echt wertig gemacht und wirklich auch durchdacht. Also. Da kannst du ein paar Schwiegermuttern drin verstecken, ne? Nicht eine. So, jetzt geht's nicht mehr zu. Wir hatten auch den Marketingmanager, der mit uns durchgegangen ist und uns ganz viel gezeigt und erklärt hat. Tolles Boot. Deutlich über unserem Budget, also die kostet in der Basisversion 2,7 und dann geht es natürlich weiter. Also 2,7 Millionen. Tolle Konzepte, tolle Boote werden auch gekauft, werden verkauft. Es gibt den Markt dafür. Schön, wenn man sich das leisten kann und wir zeigen es euch. Tage Messe, Boot Düsseldorf. Wie ist dein Fazit? Also war interessant. Das war tatsächlich interessant. Ich glaube, ich würde nicht noch mal ein komplettes Wochenende reinnehmen, weil es war schon viel los am Wochenende und wir konnten so ganz das, was wir machen wollten, nicht so ganz, also nicht durchziehen. Schlimm. Okay. Ja, also es war sehr interessant. Es hat Spaß gemacht. Das war anstrengend zum Teil, aber wirklich auch tolle Sachen kennengelernt, tolle Leute kennengelernt, tolle Produkte gefunden und größtenteils war es erfolgreich. Was sagst du? Also ich bin beeindruckt. Ich war ja das erste Mal auf der Boot in Düsseldorf jetzt. Wir waren früher mal in Hamburg, aber das ist ja nicht vergleichbar. Insofern war die Boot Düsseldorf für mich jetzt das erste Mal und ich war überwältigt von der Menge von Produkten, die es hier gibt. Wir haben uns ja auch Schiffe angeguckt. Wir haben viele tolle Gespräche geführt über Problemlösungen, also Themen, die uns beschäftigt haben. Zum Beispiel Solar gibt es tolle Lösungen, die wir euch ja auch gezeigt haben. Oder Fender oder ähnliches. Was ich aber auch wirklich toll fand, waren zum Teil Vorträge, aber auch das Messegefühl so ein bisschen zu schnuppern und wir sind häufig angesprochen worden, das fand ich ganz toll, euch mal kennenzulernen. Warum machen wir das eigentlich? Und die Rückmeldung zu kriegen, die war wunderbar. Also vielen Dank dafür und wenn wir uns mal nicht persönlich sehen, dann schreibt uns bitte einen Kommentar. Wir brauchen manchmal auch die Motivation, warum tun wir das eigentlich. Ja. Also was ich faszinierend fand, waren die Startups. Also es waren auch eben die Sachen, die wir vorgestellt haben, waren wirklich Menschen, die für das brennen, was sie machen. Also ich finde es immer toll, wenn jemand dafür das brennt, für das, was er tut. Und die waren, also alle, die wir so getroffen haben, waren wirklich die
ihre eigenen Produkte haben, machen und vertreiben die Presse auch dafür. Und das fand ich toll. Ja. Und auch von Seglern für Segler, die wissen, was sie tun. Und war super. Das war groß. Wir sind übrigens nicht auf dem Wasser, wir sind auf dem Stand von ISTEC, also von Parasailer. Wir haben ja selber auch einen und sind begeistert davon. Also vielen Dank auch. Ja, danke, dass wir den Platz nutzen dürfen. Dass das Licht für uns ausgemacht wurde. Ja. Ich würde sagen, für heute war es das. Also.